Hallo, da sind wir wieder. Die Kursnachrichten aus dem Kulturzentrum Staaken. Schon wieder ein Monat vorbei, da war es sonnig, da hat es geregnet und jetzt kommt eine Jahreszeit, die mögen viele nicht so sehr. Wind, Regen und dann sicherlich auch irgendwann mal Schnee. Aber Sie können sich natürlich hervorragend erwärmen, wenn Sie ins Kulturzentrum kommen. Gucken Sie sich die nächsten Minuten an, dann wissen Sie, was gewesen ist und was noch schön Erwärmendes kommt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es freut mich sehr, Sie bei den Kursnachrichten wieder begrüßen zu können. Wie Sie sehen, wieder im spätsommerlichen Herbststudio. Die Zeit des Hawaii-Hemdes ist wahrscheinlich bis zum nächsten Frühjahr vorbei. Ich möchte Sie ganz herzlich grüßen von Dieter Durchblick, der es sich leisten kann, in den sonnigen Süden zu fahren. Wir haben ein kleines Special aufgenommen, was Sie sicherlich schon auf unserem YouTube-Kanal entdeckt haben. Viele Grüße von Dieter Durchblick. Es geht weiter mit einem Rückblick. Wir hatten neben vielen anderen Gästen auch unter anderem Eduardo Villegas da, der eine herzzerreißende und wunderbare Salsa-Party für einen ausverkauftesten Saal geliefert hat. Ein wunderbarer Abend, der uns in liebevoller Erinnerung bleiben wird. Der Ausblick beginnt mit dem Oktoberfest, das wir am 5.10. feiern werden. Leider sind die Karten schon alle weg. Dennoch freuen wir uns auf alle, die kommen werden und natürlich auf die Steelers, die wieder ein Stimmungsfeuerwerk entfachen werden, das seinesgleichen sucht. Am 12.10. ist der erste Staakener Rocktober mit den Beat Pilots und Bright Madness. Dazu sehen Sie im Anschluss gleich noch eine kleine Vorschau. Gefolgt von Staaken wild gemixt. Zum achten Mal kommt Detlef Winterberg zu uns, der uns Zauberer, Kleinkünstler, Jongleure, Magier und Comedy auf die Bühne zaubert, die sonst nur im Wintergarten und anderen Spielstätten diesseits und jenseits der Spree zu sehen sind. Es geht weiter mit Liedern am Lagerfeuer, die am 22.10. zwischen 16 und 18 Uhr am Vorhaneberg gemeinsam mit Martha Pfaffeneder gesungen werden. Auch darauf freuen wir uns sehr. Das war der Rückblick und der Ausblick. Wir freuen uns auf Sie. Bleiben Sie uns gewogen. Kommen Sie zahlreich ins Kulturzentrum Staaken. Ihr Detlef Kleinow. Vielen Dank für den Anruf, dann weiß ich Bescheid und der Flyer kann raus. Danke, ciao. Ja, liebe Nachbarinnen und Nachbarn, Detlef Winterberg hat eben angerufen. Wir wissen jetzt, wer bei Staaken wild gemixt zum achten Mal mit dabei ist. Wir werden Andaluz, einen Akrobatiker, der mit einem Sessel Sachen vollbringt, die Sie bitte nicht in Ihrer Wohnung machen werden, mit dabei sein wird. Lena Köhn, die jongliert wie keine zweite, diesseits und jenseits der Havel. Es ist einfach atemberaubend. Wir haben Marie und Serjoschka dabei, die ein Zauberduo bilden, was zauberhafter nicht sein kann. Und mit Stefan Linne, einem Pantomime, der nach Marcel Marceau der aufsteigende Stern am Comedy- und Kleinkunsthimmel ist, moderiert natürlich, das wissen Sie bereits, von Detlef Winterberg. Und ja, bleiben Sie uns gewogen. Bis dann. Ciao. Ja, tief durchatmen. Sie haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Die nächste Ausgabe wartet auch schon auf Sie, wenn Sie ein bisschen warten. Und zum Schluss, wie immer, ein kleiner Spruch, damit Sie was in den nächsten Wochen zu tun haben, nachzudenken. Und der lautet diesmal: immer schön positiv denken, sonst klappt das mit dem Enttäuschtsein nicht so gut. Und tschüss.